Willkommen zurück. Sebastian hat wieder eine neue Aufgabe für uns. Im Schatten des Berges. Diesmal in dem Part. So, einmal per Schnellreise. Ja, kann ich leider nicht ganz hin. Aber ist ja nicht weit. Wahrscheinlich einmal warten, genau. Wirklich äußerst unangenehm hier. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut, ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Na los, schnell, ehe man uns bemerkt. Ja, dann auf. Pass auf, ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg. Ich kann nicht fliegen. Der Dörfer. Oh. Er ist jedoch verlassen, seit Renrock die Küste erreicht hat. Oh, ich habe mir wieder vergessen, Tränke einzupacken. Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Ja, ich versuch's ohne jetzt. Da oben.
Typen sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Omen. Nicht unbedingt. Das weiß ich. Na gut. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern. Das Testralnest muss in der Nähe sein. Tötet alle Eindringlinge! Ja, versuch's doch. Warte, wir brauchen einen Plan. Ich hab genug von Plänen. Eben. Bombarde! Ich werde zu lang! Tingo! Das alles! Lass mich runter! Defunto! Bombarda! Contringo! Incendio! Oh shit! Contringo! Ey, wieso hat er das jetzt umgestellt? Du wirst mich nicht aufhalten. Nicht Contringo! Contringo! Nicht besonders Tingo zurückzukommen. Bombarde! Ganz einfach ausgewichen. Damit kommst du nicht davon. Defindo. Descendo. Bombarda. Contringo. So, das ist einer noch. Hat er es jetzt? Ja. Sie hatten es nicht anders verdient. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Los, gehen wir weiter. Erstmal schön alles einsammeln, weil ich eigentlich einen Trank bräuchte. Renrock wird sich an allen rächen. Alles aus Koboldsilber gehört uns, ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis, was immer das ist. Hast du den Kobold gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Ist da jemand? Was war das? Defunto! Contringo! Contringo! Bombarde! Warte nur, bis ich wieder auf. Komm, gib mir einen Trank. Komm. Ihnen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Ein Trank wäre gut. Thank you.
ganz richtig. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Renrock hat das kapiert. Und ich gebe mir alle Mühe, ihn in dieser Hinsicht zu retten. Ah! Die Pulso! Protego! Ich häng fest. War das schon alles? Oh, komm. Wo kommt denn der her? Kurz warten, bis die Energie sich wieder auflädt. So, jetzt. Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt einfach vorzupreschen, könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Hör auf. Nicht alle Kobolde sind wie Renrock. Ich bin nicht dein Feind. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgok weiß viel mehr über Renrock als wir. Er meinte, dass Renrock offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Renrock weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, um das letzte Stück des Triptychons zu finden. In Ordnung. Vorher will ich den aktivieren. Dann, wenn der schon mal aktiviert ist. Okay, derzeit nicht verfügbar, also geht es nicht. Dann doch ohne Trank. Sonst hätte ich mir jetzt noch so 2-3 gemacht. Naja. So weit, so gut. Charmant. Spinnen. Wie passend. Komm, trink! Bombarda! Defindo! Defindo! So, ich leg mal den hier. Ja.
Bombard. Oh Mann. Ey, wie viele denn noch? Ja, ich glaube, das war's jetzt erstmal. Shit, von wo? Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Wir wären sicher schmackhafter als Koboldessen. Descendo! Defendo! Defendo! Levioso! Contringo! Oh, komm schon, jetzt! Oh nein, 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 nein. Bombarda. Levioso. Descendo. Contringo. Defendo. Levioso. Nervige kleine Biester, nicht wahr? Das war knapp. Das war richtig knapp. Hierher? Wozu das denn? Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Bombarda! Contringo! Wird erstmal alles abgefackelt. Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Das sieht nicht gut aus. Das war ja so klar. Contringo!
Confringo! Confringo! Die Höhle kann die einzige Herausforderung gewesen sein. Vielleicht sollten wir nach Runen suchen. Solche obwohl die haben wir doch schon mal gesehen. Ja, obwohl die im Level höher waren. Ich glaube sogar zwei Level. Nein. Endlich können wir hier raus. Oh ja, die kann ich gut gebrauchen. Komm schon. Ey, Mann. Jetzt voll drauf, voll drauf. Warum nimmt er einfach keinen Schaden? Ach komm, ich bin noch ausgewichen. Ach komm.
Na gut, dann mache ich das jetzt. So. Ey, Mann. Contringo. Ich habe gar keine Chance auszuweichen. Ja, wenigstens ist es der letzte jetzt. Scherz, Mann. Das gibt's doch nicht. Es sind einfach so viele. Go!
Ey, ich schaff's einfach nicht. Der hat mich noch nicht mal getroffen. Ey, der hat mich noch nicht mal getroffen. Nein, ich ändere das doch nochmal. Das gibt's nicht. Endlich. Nichts bringt Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Mann.
Dieser Troll hat wirklich ein Chaos angerichtet. Überall Trümmer. Repar. Das war ja harte Arbeit. Mehr als das. Wir erreichen den. Hast du was gefunden? Ein Tagebucheintrag. Isadora war hier. Oh Mann. So, und den hier. Nach all den Stufen bin ich außer Atem, aber dieser Anblick war es wert. Noch eine Barriere. Wir können sie bestimmt durchbrechen. Das kann keine Sackgasse sein. Über uns muss noch eine Ebene sein. Gute Nachricht? Es klingt eher beunruhigend. Irgendwie muss es ja hier weitergehen. Nach da oben. Ach, hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Dieser Ort kann doch nicht nur Isadora gehört haben. Aber das Triptychon führte uns her. Wo ist der? Wo ist der Dritte? Da. So. Ein weiterer von Isadora geschaffener Bereich? Isadora muss hier mit alter Magie geübt haben. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das letzte Stück für das Triptychon. Wir haben es geschafft. Hätte Isadora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Dass uns das Triptychon auf diese Reise geschickt hat? Das ist es. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon.
ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frag mich... Was ist denn? Finden wir es raus. Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Hier, setzen Sie sich. Isidora! Wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora! Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung, das Porträt. Ich denke, Isidora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch wir haben die Erinnerung. Ja. Ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isidora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte, sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne.
Warum wollten die Hüter Isidora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? Das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Das war's dann mit dem Part. Ihr könnt mir gerne ein Abo dalassen oder einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.